Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, L26, das wird halt... Da wird immer mehrmals fahren müssen. Aber es freut mich auf jeden Fall. Ah, moin, hallo, schön, dass du da bist. Auch einen schönen guten Morgen, schönen startenden Montag wünsche ich dir. Übrigens alle anderen genauso, die jetzt aufgestanden sind. Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende gehabt. Oh. Ja. Das Schöne ist, dann kann der Klaas nämlich gleich hinterher mit Walzen, sobald mal das alles hinter uns haben. Und dann passt das da. So, ups. Ah, da hat er ein kleinerer Wenderadius, okay. Ah, immerhin. Immerhin. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt dazu, darf mich gerne mit Fragen ausquetschen. So, also, dann der erste große... Jawohl. Denk dran, Auto. Kasa hat Vorgang. Nee, hat auf jeden Fall so viel Mühe und Liebe zum Detail. Das ist einfach herrlich. Also, das mag ich einfach auch so in der Sache. So, genau. Wir müssen ja nicht weit fahren. Butterblitz, moin. Hoppala. Ich fahr schon gegen die Wand. Mitten in der Aufnahme. Ach nö. Fahren und Aufnahme sind die besten. Dann machen wir es doch einfacher. Passt das. War mal so. Aber dass die Leute da hinten hinter mir kein Verständnis haben, ne, dass sie immer das so... Immer der Druck da. Ach ja. Bin mal gespannt, was noch kommt. Oder was man noch bei Chines auf der Seite noch findet. Ja, das Schild ist weg. Oh, es hat sogar überlebt. Wow. Hör mir auf. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Schafft man das mit einem Zug? Wow. So, dann einmal den Deckel auf. Deckel zu und Abfahrt.
perfekt. So. Haben wir es bald gepackt. Dann kann der Klaas nämlich dann den Rest machen. Unser Praktikant. Mit dem Walzen. Wir können dann mit dem... Dann warten wir bis zur ersten Wachstumphase. Wie gesagt, heizen wir dann nochmal mit dem Dünger drüber. Also es Walzen, sein Unkrautvernichter drauf. Und dann hätten wir den Part auch hinter uns. Und dann müssen wir leider uns noch um diese schöne, um den Honig da drum kümmern. Apropos, Stefan, vielleicht weißt du das ja. Gibt's für Honig irgendwie so eine Produktionsstätte, wo man Honigkerzen herstellen kann, also rein speziell nur für Honig? Weil ich finde, ich verkaufe den immer und weiß nicht, ich finde einfach zu schade dafür. Weil irgendwas muss es ja dafür doch geben. Wer mir neu, ich mach. Ah! Gut. Ich wäre dann mal bereit vorbeizukommen und einer von deinen leckeren Honigbiersorten mal zu probieren. So, das heißt ungefähr noch eine Viertelstunde, dann haben wir es nämlich endlich gepackt, dass das Ganze hier fertig ist. Ich würde dann noch ein Cosplay einen Kurs fahren. Einfahren lassen. Erstellen und speichern, nicht fahren lassen. Und dann holen wir nämlich dann unseren Klaas mit der Walze. Dann kommt das nämlich dran. Dann den Flüssigdünger. Was heißt der Flüssigdünger? Den Pflanzenschutz. Da ist ja auch noch sowas in Planung. Aus eigener Produktion das zu herzustellen, Pflanzenschutzmittel. Und ja. Freu. Wir nehmen jetzt den Valtra hier. Ah, guck mal, wie scharf die. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, ich bin überrascht, was dieses Tool kann, ey. Sonst, wo alles so krakelig ist, ja, haben wir echt scharfe Texturen. Das ist nice. Gut, dann holen wir jetzt unsere Walzmaschine. Walze. Bis zum Mulcher. Oh, der Steinesammler ist im Weg. Ah, jetzt beginnt's rumrangieren. Lieb ich ja so. Ja, das war klar. Komm schnell dran. Steinesammler rausholen. Och Mann. Gehen wir gerade mal hier ums Eck.
Bestimmt. Gefällt mir gerade nicht, was ich da sehe. Okay. Naja. So, dann auf zum Walzen. Feld 26. So, da haben wir, sind wir angekommen. Das heißt, wir werden es direkt hier im Uhrzeigersinn, ja. Walzen. Ja. Auszoomen hier. Macht jetzt auf unseren Helfer. Oh, das. Eine Stunde 10 brauche. Heftig, oder? Naja, er tut's. So, dann haben wir jetzt noch unsere Feldspritze. Die geht dann nämlich auch noch mit. Ist nämlich unser, ja, ah, okay, ja gut, ja, dann weiß ich, welchen du meinst. Ja, das ist immer noch einer der geilsten Maschinen, ey. Na gut, ich hab halt, du weißt ja, ich hab da vorne das Feld, was war's? Feld 31, da ist halt alle meine Wurzelfrüchte, Karotten, rote Beete und Pastinake. Da war ja das große Feldtest gewesen, was ich da gemacht habe und ja. Das passt ja alles in der Hinsicht. Sogar noch mit ein paar Honighütten. Dass wir da noch was hinbekommen. Passt auf jeden Fall. So. Und während der jetzt dann gleich fertig ist mit seinem Walzen, wo ich jetzt mal da stehen bleib. Dankeschön, Hüsen. Willkommen, wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen. So. Oh.
Genau, während da jetzt noch die... Na? Dann holen wir uns nochmal richtig viel Deuterfutter. Deuka-Futter, nicht Deuter. Deuka. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Was ist hier, dass wir zu wenig haben? Weil ich bin froh, wenn das Stroh auch bald fertig ist. Dann haben wir da nämlich auch dann unsere Ruhe. So. Dann haben wir nochmal Butter für... Genau, da müssen wir nochmal Butter für die Bäckerei anliefern. Das machen wir auch nochmal gerade. Oh, 12. Ne, dann brauchen wir nochmal... Da brauchen wir nochmal ein bisschen was. Und einer bleibt übrig. Herrgott im Himmel. Na dann. Dann passt. Guckt euch mal die Physik an, ne? Wie platt die Räder da sind. Auch krass, ne? Von so ein paar Big Packs da. Wie groß ist denn dein Feld, wenn du da die Kartoffeln... Nee. Auch Kartoffeln am Ernten bist. Weil mit so, wenn du so ein Vollernter jetzt da drüber ballerst.